Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Landwirtschaftsfreunde, herzlich willkommen hier bei Nickfrei Zockt Landwirtschaftssimulator 17. Ich bin mal an die Tankstelle in der Stadt gefahren, denn ich habe heute was Bestimmtes mit euch vor. Und zwar gibt es zwei Aufgaben, oder beziehungsweise eine Aufgabe, die wir erledigen müssen. Und ich habe mir gedacht, dann machen wir da draus doch gleich mal so ein halbes Tutorial, denn ich habe durchaus einige Beiträge gelesen, wo gefragt wird, wie geht man damit um, wie geht man damit um, wie geht man hiermit um, wie macht man dies, wie macht man das, und das will ich doch mal zeigen. So, immer schön Blinker setzen, dass dann keiner reinfährt. Hust. So, und der erste Weg zum Palettenfahren oder zum Schafe reinigen ist, wenn man das noch nicht hat, der Weg zur Shopping Mall. So, wir fahren mal zur Shopping Mall. Da ist ein Stoppschild, das ignorieren wir einfach mal und fahren mal von hinten in die Shopping Mall. So, wir fahren hier rein in das Feld für ja, den Verkauf eines Fahrzeugs. Aber wir wollen das nicht verkaufen, sondern wir wollen diesen Case 1455, der, wie man sieht, keine Fronthalterungen hat, umrüsten. So, wie machen wir das? Wir gehen hier drauf, drücken A, gehen auf Konfigurieren, wählen aus hier ein Frontladeranbau und ja, dann gehen wir auf Konfigurieren und kaufen den. So, kostet 1800, können wir uns aber leisten. So, nun sehen wir hier am LKW diesen Frontladeanbau, der, obwohl er neu ist, auch schon schmutzig ist, weil, naja, ist halt so. So, dann fahren wir hier rum. Parken mal hier, dass wir nicht im Weg sind. Gehen hier auf den Shop, können das natürlich auch mit P tun. Gehen auf Frontlader. Gehen auf diesen Anbau hier vorne und drücken Auswählen. Können jetzt hier noch eine Farbe bestimmen. Der Grund, warum ich das Ganze jetzt hier rot mache, hat einen ganz einfachen. Ich habe nämlich schon einen, der ist orange. So, der kostet 5600 Euro. Und ich habe lange mit mir gekämpft, ob ich mir einen zweiten kaufen soll, ob das Sinn macht. Und ich bin der Meinung, es macht Sinn. So, jetzt könnte ich hier eine Palettengabel kaufen oder einen Ballenspieß kaufen und das kann ich alles daran festmachen. Ihr seht hier ein unheimlich großes Repertoire an Aufsätzen, aber für das, was ich jetzt vorhab, wollen wir hier die Universalschaufel kaufen. Die kostet 1400 Euro. Ich baller hier die Kohle raus, als gäb's nix Einfacheres wie Geld verdienen. So, ich hoffe, das war das gleiche Rot wie das andere, sonst sieht's gleich dämlich aus. So, dann gehen wir wieder zurück und dann steht hier weiters. Dann fahren wir ganz einfach hier rüber. Wir müssen jetzt hier gut dazwischen fahren. Mal gucken, ob das noch so ist nach dem Patch, dass man da wirklich gut dazwischen fahren muss. Ja, noch ist nichts mit ankuppeln. Jetzt ist ankuppeln. Also man muss wirklich gut dazwischen fahren, damit man das ankuppeln kann. Jetzt ist das Rot natürlich ein bisschen dunkler wie mein Traktor. Ach du, ich wollte es doch schön in einer Farbe. Aber gut. So, jetzt haben wir hier die Schaufel und den Frontladeranbau. Und jetzt fahren wir mal rüber. Wird nichts machen, wenn ich durchfahre. Habe ich schon getestet. Will ich aber nicht im Video zeigen. So, jetzt fahren wir mal rüber zum Hühnerstall, denn wir haben ein kleines Problem. Das Problem heißt, unser Hühnerstall ist schmutzig. Ja, man soll es nicht glauben, aber, ach, Hühnerstall sage ich schon, Schafgehege, Entschuldigung, Schafgehege, das ist schmutzig. Man soll es nicht glauben, aber die haben echt Dreck gemacht und wir sollen das Ganze jetzt sauber machen und deshalb fahren wir da jetzt mal rüber. Und das ist auch der Grund, warum ich mir jetzt endlich mal eine Schaufel gegönnt habe, eine zweite. Weil ich will einen Traktor vermutlich da unten sogar stehen lassen. Weil es nervt mich langsam. Es wird dann,
Ja, ich weiß es noch nicht. Also das Problem ist, ich brauche an beiden Standorten Palettengabeln und ich brauche an beiden Standorten Schaufeln. Es ist ein Drama. Ja. Aber gut, ich meine, ich habe oben Palettengabel und Schaufel und habe jetzt hier Schaufel, brauchen wir noch Palettengabel kaufen, dann passt ja alles. So. Aber der Punkt, den ich euch zeigen will, ist einer, der hat mich zur Verzweiflung gebracht und ich möchte euch das einfach mal hier, ja, während ich es tue, präsentieren. Es ist eine Aufgabe, die man halt erledigen muss und an der ich, wie gesagt, kurz vor der Verzweiflung war und es wird mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen treffen. Mein Schafbestand sind 3 Schafe, die haben momentan 0 Produktivität und so weiter. Die Sauberkeit ist bei 75% und das ist ein großes Hemmnis, weil das die Produktivität und alles nach unten treibt. So, und wenn wir jetzt hier in dem Bereich fahren, seht ihr, da liegt etwas Gras. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrnehmen könnt, aber hier liegt etwas Gras. Seht ihr das? Genau im Schatten der Schaufel. So, und das ist der Schmutz, der diesen Schafen Probleme bereitet. Tja, auf die Idee muss er erstmal kommen. Aber so ist das. So. Und dann fahren wir diesen Bereich ab und das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht, weil man bleibt da ziemlich leicht an diesen blöden Dingern da hängen. Oh Gott, das hat aber auch eine Kollisionsbox. Dann mach die doch ein bisschen kleiner. Oh, das ist ein Drama, wirklich. So, jetzt habe ich es im Rückwärtsfahren aufgesammelt. 2 Liter Gras. Nicht dahin kippen, nicht dahin kippen. Dann haben wir ja wieder Dreck. Hallo, kann ich das nicht aufsammeln? Hab's so eben auch schon aufgesammelt. Das ist aber auch mit diesen Radladern. So, jetzt habe ich's und jetzt in die richtige Richtung. So. Also, ihr müsst das Ganze aufsammeln, nicht darunter fahren, bloß nicht darunter fahren. Und dann könnt ihr das rein theoretisch einfach hier wieder reinkippen. Ja. Und nicht machen wie ich, sondern anständig. So, und jetzt habt ihr wieder Sauberkeit. Auch wenn die Anzeige vielleicht noch sagt, es ist nicht sauber. Das braucht ja leider so ein bisschen Zeit. Wir gucken mal rein. Ja, es braucht leider so ein bisschen seine Zeit, dass das akzeptiert, dass es jetzt sauber ist. Wir haben neue Ballen. Container. Das ist natürlich auch nice. Das finde ich cool. Die ganze Zeit war das ja mit so einem Band drumrum, also eigentlich so eine alte Palette. Jetzt haben wir da irgendwie eine neue Palette. Naja, gut. Die lassen wir mal stehen. Mal gucken, wie voll die wird, weil also da kann ja mehr rein. Versteht ihr? Das ist ja genau mein Problem, was ich hatte noch im Review. Da standen da irgendwie 3 oder 4 Paletten rum. Und man konnte nicht so wirklich erkennen, wie viel ist da jetzt eigentlich drin. Und jetzt gibt es neue Ballenpaletten. So mal eine Änderung, die wir feststellen nach dem Patch. Genau wie die Sichtweite habe ich aber schon per Video nachgelegt, dass die Sichtweite jetzt anders ist. So, dann fahren wir mal wieder hoch zum Hof. Warum ich das tue, weiß ich selbst nicht, weil ich hatte ja eigentlich gesagt, ich wollte den unten stehen lassen. Wir könnten es aber auch anders machen, fällt mir gerade auf. Wir könnten die andere Schaufel auch verkaufen. Ja, obwohl Schaufeln und Palettengabeln brauchst du immer. Das ist ja hier das mittlere Drama. Irgendwie musst du dir alles aufschaufeln oder alles wegstapeln. Und deshalb sind die Dinge auch so wichtig, also dass ihr dann den Frontanbau da dran macht. Weil sonst habt ihr ja nichts, womit ihr Paletten hin und her heben könnt oder womit ihr ja diverse andere Dinge erledigen könnt, die halt erledigt werden müssen. So, wir parken mal hier.
Und dann mache ich mal ein bisschen Zeit, Spuli-Spuli, und dann sehen wir uns wieder. So, während ich hier Zeit Spuli-Spuli mache, im Hintergrund können wir hier nochmal reingucken. Jetzt ist da unten wieder die Sauberkeit hergestellt. Wir haben 4 Wolle und in 278 Stunden kriegen wir Nachwuchs. Endlich! Ja, so während ich so am Spulen war, fällt mir plötzlich ein, Alter, dieses Feld, das ist doch schon in Wachstumsstufe 1. Das heißt, ich muss ja eigentlich für die Düngestufe jetzt mal wieder düngen, weil sonst kriegen wir ja ein Problem. Und ich habe da auch einen schönen, ja, wie soll man sagen, eine schöne Feldspritze habe ich da schon. Und da können wir eigentlich auch schön Dünger drüber machen. Eigentlich wird da, glaube ich, nicht mit gedüngt, aber wir düngen damit. Weil eine Feldspritze ist ja normalerweise eigentlich, glaube ich, für Spritzmittel, oder sehe ich das falsch? Aber ich habe ja keine Ahnung von Landwirtschaft. Ich bin ja nur einer, der Landwirtschaftssimulator spielt. Also von der richtigen Landwirtschaft habe ich. So sieht man mal einen Traktor, ja. So. Da mal rückwärts ranfahren und aufladen. So, mit dem Front- und dem Hecktank. Ich habe natürlich schon ein bisschen was gesprüht. In der Vergangenheit habe ich noch 329 Liter Düngemittel. So, nicht erstmal ins Feld reinfahren. Wir müssen erstmal ausklappen. Das wird vermutlich nicht ganz reichen, was ich da an Dünger drin habe. Deshalb bin ich gerade am Überlegen, ob ich hier einen Helfer mit beauftrage, dass der hier düngt, während ich dann lostiger und eine neue Palette mit Düngemittel kaufe. Nichts Genaues weiß man nicht. So, wie hoch macht man ein Tempomat? Ich habe keine Ahnung, wie schnell das Ding fahren kann, wenn wir düngen. km/h. Gut zu wissen. So, ich weiß nicht, ob der Dünger reicht. Wir machen mal so weit, wie wir kommen. Und ihr seht schon, also obwohl das Feld gedüngt war, mittlerweile ist es wieder ausgemakelt. Und ich kann da, wenn ich jetzt wieder Dünger drauf mache, einen Unterschied erkennen zwischen den beiden Spuren. Also da, wo ich gedüngt habe und da, wo noch gedüngt werden muss. Weil ich 3 Düngestufen eingestellt habe. Das ist natürlich sehr aufwendig. Ups. Da war mal ein bisschen flott in der Kurve. Und es ist am Anfang auch so, dass man da weniger Ertrag hat, weil man gar nicht die Power hat. Also so weder das Geld noch die Zeit, noch die Maschinen dafür, sich um alles wirklich so zu kümmern, wie man das müsste. Und dann macht man vielleicht nur eine Düngung oder 2 Düngungen. Und nicht die kompletten 3, weil einem das Geld ausgeht und dann hat man weniger Ertrag. Also ich glaube, dadurch, dass ich geflügt und gedüngt habe, habe ich schon 40% Ertrag. Und durch das zweite Düngen jetzt nichts Falsches sage. Ich glaube 70% mehr Ertrag. Also es macht sich wirklich deutlich, deutlich bemerkbar, wenn man eben düngt und kruppert und pflügt und macht und tut. Also wenn man sich wirklich ums Feld kümmert, hat man einen richtigen Ertragsgewinn und das macht sich natürlich auf dem Konto bemerkbar. Und deshalb müssen wir das natürlich tun, so häufig und so gut, wie es geht. Jetzt habe ich das Feld vor, ich glaube, 2 Ernten gepflügt. Das ist, soweit ich weiß, jetzt das dritte Mal, dass ich das Feld bestelle seit dem Pflügen. Und bin mal gespannt, wann wir wieder pflügen müssen. Und da müsste ich mir vielleicht auch mal Gedanken machen, ob ich den nächsten Gewinn in einen neuen Pflug investiere, weil, also, pff,
Das kleine Ding, was ich da habe, das ist ein mittleres Drama. Da bist du 4,5 Stunden am Flügen oder so. So ein bisschen Ackerfläche, weil also es geht halt gar nicht. Das Ding ist so klein, das hat so eine Spurbreite. Ich glaube, das ist nicht mal so breit wie der Traktor. Ups, ausmachen. Das ist wichtiger. Und das ist null. Mist. Oder? Nee. Ach, der Tank vor. Nee. Hä? Was ist denn da das andere Null? Das wird als. Da wird nichts angezeigt. Das passt schon. Ich war jetzt gerade verwirrt, weil unten 0% steht. So, die letzte Bahn. Hat der Dünger doch noch gereicht? Happy, happy, happy. Dass er zum Glück nicht zu viel Dünger verschwendet. Für so ein Feld hier zu düngen. Ja, müssen wir uns mal Gedanken machen, ne? Neue Palette kaufen. Damit wir da wieder weiter düngen können. Wir haben ja noch zwei Felder. Also hier wächst Soja, da drüben wächst Soja und in der Mitte wächst Raps. Und das habe ich beides etwas später gepflanzt, wie den Soja hier. Und das war auch eine bewusste Entscheidung, dass ich mich hier Feld für Feld, Stufe um Stufe drum kümmern kann. So nach dem Motto. Und wobei wir werden mit Soja und mit Raps der anderen beiden Felder ein bisschen Probleme kriegen, vermute ich. So, wir fahren den mal hier hin, weil der hat ja keine Palettengabel, den können wir dafür nicht verwenden. Machen die mal aus und steigen mal um in den mit Palettengabel. Und wenn ich mir so einen Tank angucke, da können wir auf dem Weg zum Händler auch mal tanken. So, wir sind jetzt hier drin beim Händler im Shop. Und hier gibt es die Paletten und da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir Flüssigdüngertank holen und nicht Mineraldüngertank oder Big Pack, weil das kriegen wir natürlich nicht in die Spritze rein, sondern nur das hier, das ist nämlich flüssig, kostet 2400 Euro. Boah, die nehmen es wirklich, mein lieber Mann. So, kannst Kauf beim Händler abholen, genau deshalb sind wir ja auch schon hier runtergefahren. Wir stehen hier, da ist unsere Palette. Da bin ich mal gespannt, ob wir das Ganze hinkriegen. So, von welcher Seite muss ich den denn picken? Ich würde sagen, von vorne. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ja, ich habe hier immer meine Problemchen, das alles auszurichten, dass ich nicht auf den Boden schleife, mich auf den Boden verkant und dann mein Traktor Saltos macht. Ja, habe ich gigantisch gemacht. So, wir kämpfen noch. Wir wollen mit beiden. Das finde ich. Na, jetzt hat er sich verkantet oder was? Jetzt bin ich im Boden. Oh nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein mittleres Drama, manchmal hier. Weil, seht ihr, der verkantet sich dann. Anstatt dass er jetzt die Palette, wenn ich vorwärts fahre, gerade rückt und dann schön auf die Gabel nimmt. Ja. Klebt das ebsch und fällt dann ab. Also ich verstehe das manchmal nicht hier. Du musst wirklich exakt gerade von vorne reinfahren. Am besten darfst du es gar nicht anders berühren. Sonst kannst du ja wieder verkanten. Alter, jetzt geh doch mal rum da. So, jetzt sind wir schön drin.
Und dass er jetzt auch nicht nachrutscht. Ich habe den voll nach hinten gekippt und seht ihr diese Lücke? Der rutscht einfach nicht nach. Da hat die Physik irgendwie ein Problem. Die erkennt das nicht. So, wir haben es aufgeladen. Dann fahren wir mal wieder auf den Hof. So, und hier auf dem Hof angekommen, überlege ich mir, ja, wie mache ich es am besten? Stelle ich die irgendwo hin? Tanke ich da jetzt auf? Es ist leer, das heißt, es wird komplett verschwendet oder komplett verbraucht werden normalerweise. Wir fahren einfach mal hier in die Nähe. Maschine. Steigen wir aus, also dieser Spritze, steigen wir aus, steigen in einen anderen Traktor ein. Und gucken mal, ob wir so aufladen können. Ja, Feldspritze auffüllen können wir machen. Und los geht's. Und normalerweise müsste der den kompletten Tank aufzehren. Bin ich mal gespannt, ob er das tut. Ja. Jetzt haben wir die Feldspritze hinten aufgefüllt. Müssen wir noch einen Zusatztank auffüllen. Ja, komplett aufgebraucht. Das heißt, ein kompletter Flüssigdüngerbehälter macht ungefähr 94, ich sag mal irgendwas zwischen 90% und 94% unseres kompletten Tanks. Das ist unglaublich, oder? Das Ding kostet ein Schweinegeld und wir vertanken das auf einmal. Also rein theoretisch könntest du auch mit der Feldspritze runterfahren, so wie sie hier ist, und könntest das Ding beim Händler einfach aufsaugen und bräuchtest es nicht kompliziert mit dem Gabelstapler zu transportieren. Auch mal gut zu wissen. So, dann packen wir den hier noch und... Na, da würde ich sagen, machen wir das Feld oder machen wir den Wachstum und das weitere Düngen und so weiter. Ja, in einer der nächsten Folgen. Ich bin damit mal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und wir sehen uns wieder in einer der nächsten Folgen. Bis dahin noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.